Fischer bringen ihren Fang an Land. Eine morgendliche Szene, die sich hier im Hafen von Sines in Portugal Tag für Tag wiederholt. Es ist ein altes, fast schon heiliges Ritual. Man braucht nur wenig Fantasie, sich vorzustellen, dass hier vor 500 Jahren einst ein Junge saß und schon Ähnliches beobachtete. Er war der Sohn des Gouverneurs. Schon früh fühlte er sich zu Höherem berufen. Und tatsächlich sollte dieser Bürger der kleinen Stadt Sines am Atlantik in aller Welt zum Ruhm Portugals beitragen. Sein Name Vasco da Gama. Obwohl Vasco da Gama von den Portugiesen so verehrt wird, weiß man doch eigentlich sehr wenig von ihm. Nicht einmal sein genaues Geburtsdatum ist bekannt. Vermutlich kam er Ende 1469 zur Welt. Als Sohn des Gouverneurs von Sines wuchs er in der Burg auf, die noch immer über der kleinen Stadt thront. Vasco da Gama hatte schon früh den Ruf, ein guter Kapitän zu sein. Doch warum gerade er das Vertrauen König Manuels genoss, weiß man nicht. 1497 gab der Herrscher Portugals Vasco da Gama den Befehl, endlich den so lange gesuchten Seeweg nach Indien zu entdecken. Dieses Buch über die Flotte ist sehr bedeutend. Es ist eines von nur zwei Exemplaren, in denen die Schiffe abgebildet sind. Inácio Guerreiro ist die Autorität, wenn es um Vasco da Gamas Reise geht. Wie man es von einem Buch über die Indienfahrer erwartet, sind auf der ersten Seite die Schiffe Vasco da Gamas abgebildet. Die Flotte bestand aus vier großen Schiffen mit Raaen getakelt. An einer Flagge, die ein Kreuz trägt, ist das Flaggschiff des Kommandanten zu erkennen. Die São Gabriel wurde speziell für diese Expedition gebaut, genau wie die São Rafael, deren Kapitän Paulo da Gama war, der Bruder Vascos. Daneben gab es noch zwei andere Schiffe. Die Berio stand unter dem Kommando von Nicolau Coelho und ein Versorger, später in der Mossel Bay in Südafrika in Brand gesetzt, wurde von Gonçalo Nunes geführt. Obwohl die Mannschaften aus 160 Männern bestanden, gibt es über die Reise nur einen schriftlichen Bericht. So é conhecido um testemunho direto atribuído pelo menos a Álvaro Velho, que seguia numa das dos navios, aproxima-se mais um diário. Der Augenzeugenbericht stammt von einem gewissen Álvaro Velho. Er war Soldat auf einem der Schiffe. Velhos Tagebuch ist eine sehr genaue Beschreibung der Reise von Vasco da Gama, obwohl es nicht unter jedem Tag Einträge gibt. Auch ist der Weg nach Indien viel detaillierter beschrieben als der Rückweg. Über den Aufbruch der Flotte schreibt Álvaro Velho nur wenig. Erst nach dem Zwischenaufenthalt auf Santiago, der größten der kapverdischen Inseln, werden die Einträge in seinem Tagebuch ausführlicher. An einem Donnerstag, es war der 3. August, fuhren wir weiter nach Osten zu. Eines Tages, als wir mit Südwind segelten, brach die große Rahl. Wohl 700 Meilen von der Insel Santiago lavierten wir mit Fock- und Besansegel zwei Tage und eine Nacht. Am 22. Tag des August, während wir nach Südwest seewärts fuhren, erblickten wir viele Vögel, die wie Reiher aussahen. Als die Nacht kam, zogen sie nach Südosten, sehr schnell, so wie Vögel, die dem Lande zuflogen. Am 27. Oktober, am Tag von Simon und Judas, fanden wir viele Walfische und einige Tiere, die man Seehunde nennt. An einem Mittwoch, es war Allerheiligen, entdeckten wir vielerlei Zeichen von Land. Am vierten Tag desselben Monats fanden wir bei höchstens 110 Faden Tiefe Grund und um 9 Uhr morgens kam Land in Sicht. Noch am selben Tag kehrten wir wieder nach der Hohen See um und verzichteten zu erforschen, wie das Land beschaffen sei.
Am Dienstag fuhren wir wieder auf die Küste zu und es kam ein niedriges Land mit einer weiten Bucht in Sicht. Der Kommandant schickte Pedro de Alencar in einem Boot ab, um herauszufinden, ob es einen guten Ankerplatz gäbe. Und Alencar fand die Bucht gut und sicher geschützt gegen alle Winde, außer gegen Nordwest. Sie erstreckt sich in westöstlicher Richtung und Vasco da Gama gab der Bucht den Namen Santa Helena. Die Bucht hat ihren alten Namen bis heute behalten. Sie ist ein beliebtes Revier für Fischer aus aller Welt. Vor allem im Januar versammeln sich hier die Trawlerflotten, denn dann treffen die riesigen Schwärme der Holzmakrelen ein, um zu laichen. Für Vasco da Gama war die geschützte Bucht Santa Helena die letzte Möglichkeit, vor der gefährlichen Umrundung des Kaps der Guten Hoffnung Proviant und Trinkwasser an Bord zu nehmen. 3 Monate waren sie erst auf See gewesen und hatten schon 5000 Seemeilen zurückgelegt. Eine seemännische Glanzleistung. Alvaro Velho war beeindruckt von dem angenehmen Klima, das dem der Heimat entsprach. Und in seinem Tagebuch notierte er weiter: Die Vögel hier sind die gleichen wie bei uns in Portugal. Kormorane, Möwen und Tauben. Das Klima ist gesund und angenehm, auch wachsen hier viele Kräuter. Doch Zeit für ausführlichere Studien an Land hatte der Chronist nicht. Die Flotte hatte noch einen langen, ungewissen Weg vor sich und ein ungünstiger Wind frischte von Süden auf. Nach einer Woche Aufenthalt lichteten die Schiffe die Anker. Sie kamen nur langsam voran, doch am Horizont war bereits der Tafelberg zu sehen, das Zeichen, dass das Kap nicht mehr weit war. Die Mosselbucht ist der Ort in Südafrika, wo die ersten Europäer landeten. Noch heute ist man stolz darauf. Die kleine Stadt, die hier entstanden ist, hat Straßen und Plätze, die portugiesische Namen tragen. Und der alte Baum, an dem die Seefahrer früher ihre Post für die Heimat hinterließen, wird gehegt und gepflegt. Gleich daneben steht ein Denkmal des Mannes, mit dem alles begonnen hat. Bartolomeo Dias, der Entdecker des Kaps der Guten Hoffnung. Er schaut direkt auf das Dias-Museum, wo eine Nachbildung seines Schiffes gezeigt wird. Graham Bell Cross ist der ehemalige Direktor des Museums. Er ist zwar schon einige Jahre pensioniert, doch zur Ruhe setzen will er sich nicht. Die Entdeckungsgeschichte der Portugiesen lässt ihn einfach nicht los. Zur Zeit dieser Karavellen hat man das Holz nie hinreichend luftgetrocknet. Deshalb kam es häufig zu Mast- und Ruderbrüchen. Schon Dias berichtete bei seiner Rückkehr nach Portugal von einem guten Ankerplatz hinter dem Kap. Deshalb nahm Vasco da Gama auf seiner Reise direkt Kurs auf Mossel Bay, weil er ja wusste, dass er hier Wasser und frischen Proviant bekommen konnte. Er blieb 13 Tage, doch erst nach einer geschlagenen Woche ließ sich ein Einheimischer blicken, ein Koi. Die Koi, die man auch Hottentotten nennt, empfingen die Portugiesen freundlich. Doch dann kam es zu einem Missverständnis und die Schwarzen griffen zu ihren Waffen. Ein Scharmützel entstand. Zum Glück kam niemand zu Schaden. Doch auf das künftige Verhältnis zwischen den Einheimischen und den Portugiesen hatte dieser Vorfall einen schlechten Einfluss. Für mich hat die Begegnung der portugiesischen Entdecker mit den Einheimischen etwas Tragisches. Keiner konnte den anderen verstehen. Da war ein Konflikt doch schon vorprogrammiert. Das Wetter war Vasco da Gama und seiner Mannschaft nicht gnädig. Alvaro Velho schreibt, dass sich heftige Stürme mit Flauten abwechselten und auch die Meeresströmung ein Vorankommen schwierig machte. Nahe von Cross Island kam die Flotte durch den starken Agulhas-Strom sogar 200 Seemeilen vom Kurs ab und kam in unbekannte Gebiete. Trotzdem gab der Kommandant nicht den Befehl, an Land zu gehen, denn durch den breiten Sandstrand sah es aus, als erstrecke sich auch dahinter eine öde Wüste. Wären die Männer auch nur wenige Kilometer ins Land gewandert, hätten sie eine üppige Landschaft entdeckt, die ihresgleichen sucht.
Auch Menschen leben hier. Ein stolzes Volk mit einer uralten Kultur. Eine Landschaft hier im äußersten Süden der Südafrikanischen Republik trägt den Namen des sangesfreudigen Volkes, KwaZulu, das Land der Zulu. Eine andere Region wird Natal genannt, das portugiesische Wort für Weihnachten. Das erinnert daran, dass Vasco da Gama mit seiner Flotte zur Weihnachtszeit 1497 hier entlang der Küste nach Norden segelte. Sie waren nun in völlig unbekanntem Gebiet, denn Bartolomeu Dias war ja nur bis zur Mossel Bay gekommen. Die Küstenlinie verlief jetzt in nordöstlicher Richtung, nach Indien, wie Vasco da Gama hoffte. Da es hier dicht unter Land starke Strömungen gibt, konnten die Schiffe erst wieder vor Anker gehen, als sie das heutige Mosambik erreicht hatten. Bis vor kurzem tobte in Mosambik noch ein vernichtender Bürgerkrieg. Maputo, die Hauptstadt, hat diese Zeit scheinbar unbeschadet überstanden. Keines der prächtigen Gebäude aus der portugiesischen Kolonialzeit ist verschwunden. Die stummen Zeugen der Vergangenheit werden hier sogar gepflegt. Die Auswirkungen des Bürgerkrieges sind erst weiter im Norden zu spüren, in der Provinz Inhambane. Dort, wo die Portugiesen ihre erste Festung in Mosambik errichteten. Die Hafenstadt Inhambane hat schon bessere Zeiten gesehen. Nur schwer ist sie heute auf dem Landweg zu erreichen, denn viele Straßen und Schienenwege wurden im Bürgerkrieg zerstört. Kaum eine andere Stadt Mosambiks hat so viele Narben aus dem Konflikt davongetragen. Doch es gibt noch vieles, das an die Zeit erinnert, als die Portugiesen das Sagen hatten. Glaubt man offiziellen Darstellungen, ist dies der Ort in Ostafrika, wo Vasco da Gama mit seiner Flotte zum ersten Mal vor Anker gegangen ist. Doch das ist hier kein Grund, diesen Mann zu ehren. Die Statue des Entdeckers wurde während des Bürgerkriegs in einen Hinterhof verbannt. Auch ist nicht zweifelsfrei bewiesen, dass Vasco da Gama wirklich in Inhambane gelandet ist. Glaubt man dem Historiker Candido Teixeira, ging die Flotte an einem ganz anderen Ort vor Anker. Ich arbeite an einer Studie über die Geschichte von Inhambane im 18. Jahrhundert. Dabei geht es auch um Navigation. Wenn man in die Bucht kommt oder hinaus will, braucht man sehr genaue Kenntnisse von den Fahrrinnen, den Strömungen, Gezeiten und dem vorherrschenden Wind. Ich untersuche all diese Faktoren direkt vor Ort, um besser zu verstehen, welche Schwierigkeiten die Kapitäne damals hier hatten. Es ist nicht einfach zu sagen, wo Vasco da Gama wirklich gelandet ist und wo die Mannschaften Trinkwasser bekommen haben. Manche Fachleute bestreiten die Ansicht, dass er in Inhambane gelandet ist, denn für jemanden, der die Einfahrt nicht kennt, ist es sehr, sehr schwierig, in die Bucht einzulaufen und zudem ist es nicht leicht, hier Wasser zu finden. Darum glaube ich, dass Vasco da Gama und seine Männer in der Poilala Lagune ankerten. Trinkwasser konnten sie dort aus dem Inharine-Fluss schöpfen. Die Landschaft hier hat sich seit der Zeit Vasco da Gamas kaum verändert. Die Portugiesen nannten den Inharine Kupferfluss, weil die Bewohner an seinem Ufer Schmuck aus diesem Metall trugen. Und der Landschaft gaben sie den Namen Terra da Boa Gente, das Land der freundlichen Menschen.
Nachdem die Mannschaft ihre Vorräte aufgefüllt hatte, setzte die Flotte ihren Weg nach Norden fort, immer der Küstenlinie folgend. An einem Montag kam ein ganz niedriges Land in Sicht, mit sehr hohen und dichten Wäldern. Und als wir auf die Küste zufuhren, erblickten wir einen Strom mit breiter Mündung. Weil es notwendig war, festzustellen, wo wir waren, warfen wir Anker. Die Bäume hier tragen Früchte vielerlei Art, von denen sich die Bewohner dieses Landes ernähren. In der Nähe der heutigen Stadt Kelimane gingen die Schiffe erneut vor Anker. Diesmal dauerte der Aufenthalt einen ganzen Monat. Auch hier waren die Einheimischen den Fremden gegenüber freundlich gesonnen. Und was besonders wichtig war, sie berichteten, dass sie große Schiffe mit hellhäutigen Menschen gesehen hatten. Das konnte nur bedeuten, dass sie sich einem arabischen Handelsplatz näherten. Schließlich erreichte Dagamas Flotte die Insel von Mosambik. Die Stadt dort gehörte zu einer Kette von Stadtstaaten entlang der ostafrikanischen Küste. Wie der Kommandant schon vermutet hatte, waren sie nun auf islamischem Gebiet. Zwar wurden die Männer dort freundlich empfangen, doch als herauskam, dass die Fremden Christen waren, wendete sich das Blatt. 4 Wochen blieb die Flotte hier, um sich mit Proviant zu versorgen und herauszubekommen, was sie auf ihrem Weg nach Osten erwartete. Als die Spannung zwischen den Crews und der Bevölkerung immer größer wurde, gab Vasco da Gama den Befehl, die Anker zu lichten. Da die Insel von Mosambik ein idealer Zwischenstopp auf dem Seeweg nach Indien war, sandte der König von Portugal schon bald Truppen, um die Stadt einzunehmen und eine Festung zu bauen. Obwohl es ein ungesunder Ort war, machten die Portugiesen die Stadt zu einer Perle an der ostafrikanischen Küste. Als erstes bauten sie eine kleine Kapelle, die sie der heiligen Frau von Baluarte weihten. Ende März 1498 war die Flotte Vasco da Gamas wieder unterwegs. Um besser an der Küste mit ihren vielen Untiefen und unberechenbaren Strömungen voranzukommen, hatte der Kommandant einen Einheimischen gefangen nehmen lassen, der sich in den fremden Gewässern auskannte. Doch der Lotse erwies sich als wenig zuverlässig. Am Sonntag, dem ersten Tag im April, erreichten wir eine Inselgruppe, die ganz nah am Festland liegt. Der ersten dieser Inseln gab man den Namen Insel des Gepeitschten, weil der maurische Lotse den Kommandanten belogen und ihm gesagt hatte, dass diese Inseln bereits Festland seien. Und für diese Lüge ließ ihn Vasco da Gama durchpeitschen. Diese Inseln sind sehr zahlreich und liegen so nahe beieinander, dass wir sie nicht voneinander unterscheiden konnten. Am Mittwoch, es war der 4. April, segelten wir weiter in Richtung Nordwest und noch vor der Mittagsstunde kam ein großes Land in Sicht und 2 nahe dabei liegende Inseln. Wir manövrierten daraufhin den ganzen Tag, um zu sehen, ob wir sie nicht anlaufen könnten, aber weil der Westwind stark war, konnten wir sie nicht erreichen.
Darauf beschlossen die Kapitäne, dass wir eine Stadt anlaufen wollten, die 4 Tagesreisen vor uns lag. Und diese Stadt heißt Mombasa. Der Lotse, den Vasco da Gama von der Insel von Mosambik mitgenommen hatte, war in keiner Weise kooperativ. Er ließ sich durch Strafen nicht beeindrucken und versuchte ständig, den Kommandanten hinters Licht zu führen. So behauptete er, eine christliche Stadt mit Namen Kerala zu kennen, die sich dann aber als islamisch erwies. Es wurde immer unwahrscheinlicher, dass die Portugiesen überhaupt in einer der großen, von Arabern kontrollierten Handelsstädte an der ostafrikanischen Küste die Hilfe bekamen, die sie suchten. Und so segelte die Flotte vorbei an Sansibar und Pemba und nahm Kurs auf Mombasa, weil Vasco da Gama in einer der Städte gehört hatte, dass man dort Christen gegenüber freundlich gesonnen sei. Wie vor 500 Jahren verkehren auch heute noch zwischen den Häfen an der ostafrikanischen Küste die Dhows, alte Transportsegler, die mit den modernen, schnellen Frachtern nicht konkurrieren können. Vielleicht werden diese Relikte der Vergangenheit schon bald gar nicht mehr zu sehen sein. Zu Vasco da Gamas Zeit waren die Dhows die einzigen Frachtschiffe hier im Hafen von Mombasa. Sie kamen aus aller Herren Ländern, selbst aus Indien. Zum ersten Mal hatten die Männer die Gewissheit, dass sie auf dem richtigen Weg waren. Doch auch Mombasa wurde von den islamischen Arabern regiert. Da sie die Portugiesen nur als lästige Konkurrenten ansahen, verweigerten sie den Fremden den Zutritt zu den Märkten, auf denen es alles gab, wonach die Portugiesen so lange gesucht hatten. Vor allem Gewürze und kostbare Stoffe wie Seide. Vasco da Gama musste damals weiter segeln. Doch auch diese wichtige Handelsstadt wurde von den Portugiesen schon wenig später erobert und zu einer Festung ausgebaut. Dies ist ein wirklich gutes Beispiel einer gelungenen Konservierung. Ich bin sehr zufrieden. Wie sieht die Langzeitplanung aus? Der Direktor des Nationalmuseums von Kenia, Dr. George Abungu, informiert sich gerade über die Konservierung einiger Gegenstände, die aus dem Wrack der Mombasa geborgen wurden. Ein portugiesisches Schiff, das 1697 hier vor der Küste sank. Am stärksten beschäftigt George Abungu als Historiker die Festung vor Jesus. But Jesus, to me, is the most important and the best of the late 16th century military architecture. Vor Jesus ist für mich das bedeutendste Zeugnis der Militärarchitektur des späten 16. Jahrhunderts an der ganzen ostafrikanischen Küste. Seine Mauern sind mehr als 2 Meter dick und aus solidem Korallenstein gebaut. Und an jeder der 4 Seiten gibt es einen Wehrturm. The fort itself was impregnable. Die Festung war so gut wie uneinnehmbar. In der Zeit, als es noch keinen Sprengstoff gab, war es einfach unmöglich, die Festung zu stürmen. 9-mal wurde sie in ihrer Geschichte belagert, doch sie konnte nur 1-mal mit Gewalt erobert werden. Das gelang den Briten im Jahre 1875. Ansonsten war es nur durch Verrat oder durch Aushungern möglich, das Fort einzunehmen. Es ist wirklich Militärarchitektur vom Feinsten. Otherwise, it was through trickery, it was through negotiation, or it was taken through diversion. It's an ingenious example of military architecture at its best. Auch die gesellschaftlichen Verwerfungen, die die neuen Herren in Gang setzten, wirken bis heute. Die Ankunft der Portugiesen in Ostafrika löste insbesondere in Kenia grundlegende Änderungen aus. Vor allem den ansässigen Zwischenhändlern, die einst sehr mächtig waren, wurde die Grundlage ihrer Existenz entzogen. Viele einstmals blühende Handelsstädte an der ostafrikanischen Küste wie Mtwape, Jumbala Mtwana und Gedi wurden von den Portugiesen ins wirtschaftliche Abseits gedrängt. Diese Siedlungen hatte es seit Jahrhunderten gegeben. Dort trafen sich Händler aus dem Inneren des Kontinents mit denen von der arabischen Halbinsel und von Indien. Jeder hatte davon einen Nutzen. Die einheimischen Swahili handelten direkt mit den Arabern und den Stämmen aus dem Landesinneren. Das war gut eingespielt. So the balance was there. But when the Portuguese arrived with their notion, als die Portugiesen versuchten, die Kontrolle über den Handel zu bekommen und dann auch noch begannen, die Menschen zu bekehren, war der Konflikt da.
Es gab Aufstände in Sofala, Kilwa und Mombasa. Schließlich hatten die Portugiesen nur noch einen Verbündeten in Malindi. To the numerous resistances, starting down from Sofala to Kilwa to Mombasa, which only left the Portuguese with one good friend in Malindi. Nach einem kurzen Aufenthalt in Mombasa brach Vasco da Gama mit seiner Flotte wieder auf. Von einem einheimischen Seemann hatte er gehört, dass es gerade einmal 60 Seemeilen nördlich einen weiteren bedeutenden Hafen geben sollte. Trotz der feindlichen Haltung, die man den Portugiesen überall entgegengebracht hatte, entschied sich der Kommandant Malindi anzulaufen. Es sollte sich bald als kluge Entscheidung herausstellen. Malindi war der einzige Ort an der ganzen ostafrikanischen Küste, der die Portugiesen willkommen hieß. Der Sultan war ein bitterer Rivale des Herrschers von Mombasa und sah in den Fremden Verbündete. Und so rüstete er ihre Schiffe für den langen Weg über den Indischen Ozean aus. Er stellte nicht nur Proviant zur Verfügung, sondern gab Vasco da Gama auch einen erfahrenen Lotsen mit, der die Flotte sicher nach Indien bringen sollte. Vor ihrem Aufbruch errichteten die Portugiesen noch einen Wappenpfeiler, dann stach die Flotte in See, immer der aufgehenden Sonne entgegen. An einem Dienstag, es war der 24. April, lichteten wir die Anker und nahmen mit dem Lotsen an Bord, den uns der König mitgegeben hatte, Kurs auf eine Stadt, die Calicut heißt. Am darauffolgenden Sonntag kam der Polarstern wieder in Sicht, den wir seit langem nicht mehr gesehen hatten. Und an einem Freitag, es war der 18. Mai, erblickten wir ein gebirgiges Land. Mindestens 2000 Meilen hatten wir bei unserer Überfahrt zurückgelegt. Jetzt mochten es noch 25 Meilen bis zum Festland sein. Bei Tage fuhren wir auf das Land zu, kamen aber nicht so nahe, dass der Lotse die Gegend sicher erkennen konnte. Dies lag an den Regengüssen und Gewittern, die unablässig auf die Küste und auf uns niedergingen. Am Sonntag fuhren wir nahe an den Gebirgen vorbei, die oberhalb der Stadt Calicut liegen, und wir fuhren so nah an die letztere heran, dass der Lotse sie wiedererkannte und sagte, dies sei das Land, zu dem wir hin wollten. Das Land, von dem Generationen von Entdeckern geträumt hatten, war endlich gefunden. Es hatte gerade einmal 10 Monate gedauert, bis Vasco da Gama und seine Männer dieses sagenhafte Land erreicht hatten. Ein Land, in dem es kostbare Seide gab, mit der sich in Europa die Könige kleideten, und Gewürze, die im Abendland mit Gold aufgewogen wurden. Wenige Meilen nördlich der Stadt Calicut ging die kleine Flotte vor Anker. Es scheint, als stände die Zeit still in diesem Land, von dem die Europäer glaubten, dass hier Milch und Honig flössen. Bye.
Vieles, was sie sahen, gab Vasco da Gama und seinen Männern Rätsel auf. Doch an einem waren sie sich sicher. Sie hielten die Inder für Christen und glaubten deshalb, herzlich empfangen zu werden. Alvaro Velho ging als einer der Ersten an Land. Er begleitete seinen Kommandanten bei einem Treffen mit dem Herrscher von Calicut und beschreibt einen Fluss, auf dem sie fuhren, um in die Stadt zu gelangen. Auch den Besuch einer Tempelanlage hat er in seinem Tagebuch notiert. Sie war von der Größe eines Klosters, ganz aus behauenen Steinen erbaut und mit Ziegeln gedeckt. An ihrem Hauptportal stand eine Bronzesäule von der Höhe eines Mastes, und oben auf dieser Säule war ein Vogel, der ein Hahn zu sein schien. In der Mitte des Kircheninnenraumes befand sich eine Kapelle mit einer bronzenen Tür, die gerade so hoch war, dass ein Mensch hindurchschreiten konnte. In der Kapelle befand sich ein kleines Bild, von dem sie sagten, es stelle die Mutter Gottes dar. Rings an den Wänden waren viele Heilige gemalt. Doch ihre Darstellung war fremdartig, denn die Zähne waren so groß, dass sie einen Zoll aus dem Munde hervorstanden, und jeder Heilige hatte 4 oder 5 Arme. Trotz dieser ungewöhnlichen Figuren hielt Vasco da Gama halsstarrig an seinem Glauben fest, dass die Inder Christen seien und somit Verbündete gegen die islamischen Araber, die den Handel mit Asien kontrollierten. Zwar ist der Hinduismus im Kern auch monotheistisch, genau wie das Christentum oder der Islam, doch die vielen Verkörperungen des einen erhabenen Gottes, Mahavishnu, die vielen fremdartigen Symbole und das Fehlen des Kreuzes hätten den Entdecker des Seeweges nach Indien eigentlich stutzig werden lassen müssen. Wie auch immer, aus dem Bündnis mit den vermeintlichen Glaubensbrüdern wurde nichts. Calicut war der Umschlagplatz für Pfeffer, ein Gewürz, das sich zu jener Zeit in Europa nur Könige und Fürsten leisten konnten. Der Handel mit dem kostbaren Gut wurde auch nicht von Hindus, sondern von islamischen Arabern kontrolliert. Die fühlten ihr lukratives Geschäft durch die Portugiesen bedroht, und so unternahmen sie alles, um die Fremden beim Herrscher von Calicut in Misskredit zu bringen. Die Händler hatten Erfolg. Vasco da Gama und seine Männer durften die Märkte von Calicut nur in kleinen Gruppen besuchen und ausschließlich Waren des täglichen Bedarfs erwerben. Gewürze wurden ihnen nur in sehr kleinen Mengen verkauft. Es wurde den Fremden bald klargemacht, dass man sie für recht arme Leute hielt. So nahmen die Händler die Hemden und andere Kleidungsstücke der Portugiesen als Tauschobjekt an, doch ihr Wert wurde als recht gering eingestuft, denn Calicut war berühmt für seine edlen Stoffe. Nach 3 frustrierenden Monaten in Calicut musste Vasco da Gama Indien wieder verlassen. Er konnte zwar nur eine Handvoll Gewürze mitnehmen, doch die Entdeckung des Seeweges zu den bedeutenden Handelsstädten in Asien revolutionierte den Welthandel. Das Gewürz- und Seidemonopol der Araber wurde gebrochen. Portugal stieg zur kolonialen Großmacht auf. Die Rückreise wurde zum Albtraum. Es vergingen 3 Monate, weniger 3 Tage, bis wir wieder Land sahen. Die Ursache dafür waren häufige Flauten und Gegenwinde, die unser Vorankommen so behinderten, dass uns die ganze Mannschaft krank wurde. Das Zahnfleisch wucherte ihnen so über die Zähne, dass sie nicht mehr essen konnten. Außerdem schwollen ihnen die Beine an. Auf diese Weise starben uns während der Zeit der Überfahrt 30 Leute. Und diejenigen, die auf den einzelnen Schiffen noch Dienst taten, mochten 7 oder 8 Mann sein. Und ich versichere euch, wenn dieses Wetter noch 14 Tage lang angehalten hätte, wären wir übers Meer zurückgefahren, weil wir dann keinen Mann mehr gehabt hätten, der auf den Schiffen hätte Dienst tun können. Da gab uns Gott, der Herr, in seiner Gnade einen Wind, der uns in ungefähr 6 Tagen an Land brachte, worüber wir so glücklich waren, als wenn es portugiesischer Boden gewesen wäre. Alvaro Velho beschreibt die Rückreise der kleinen Flotte auf nur wenigen Seiten in seinem Tagebuch. Auf der Höhe der westafrikanischen Küste endet sein Bericht plötzlich. Niemand weiß, was aus ihm geworden ist.
Von den 160 Männern, die im Sommer 1497 nach Indien aufgebrochen waren, kehrten zwei Jahre später nur 55 nach Lissabon zurück. Trotz der hohen Verluste brach schon bald die nächste Expedition nach Indien auf, die von Pedro Álvarez Cabral geleitet wurde. Er verlor vier Schiffe während eines furchtbaren Sturmes im Südatlantik, darunter eines unter dem Kommando von Bartolomeo Dias, dem Entdecker des Kaps der Guten Hoffnung. Die anderen Schiffe der Flotte erreichten Calicut sechs Monate, nachdem sie aus dem Hafen von Lissabon ausgelaufen waren. Weil es mit den arabischen Händlern zu einer Auseinandersetzung kam, mussten die Portugiesen Calicut verlassen und weiter nach Süden segeln. Cabral landete in Cochin, etwa 100 Meilen weiter südlich. Auch hier gab es einen Umschlagplatz für Gewürze. Obwohl viel kleiner, war diese Stadt der schärfste Konkurrent Calicuts. Der Herrscher Cochins sah in der Zusammenarbeit mit den Portugiesen die Chance, die Oberhand im Kampf um die wirtschaftliche Vormachtstellung zu erreichen. Deshalb erlaubte er Cabral, so viele Gewürze zu kaufen, wie er wollte, und gab ihm das Recht, eine Handelsniederlassung zu gründen. Portugal und die Stadt Cochin schlossen einen Vertrag, von dem beide profitierten. Cochin gewann als Handelsplatz schnell an Bedeutung und wurde schließlich größer als Calicut. Und die Portugiesen hatten sich auf Dauer auf dem Subkontinent festgesetzt. Es war die Keimzelle für weitere Handelsniederlassungen wie Diu und Goa. Obwohl die Portugiesen Indien längst verlassen haben, sind ihre Spuren noch überall in den ehemaligen Kolonien zu finden. Da gibt es Kirchen, die aussehen, als hätte man sie direkt aus Südeuropa hierher nach Indien verpflanzt. Die typischen Cochin-Fischernetze, die portugiesische Siedler aus Macau hierher brachten. Und nicht zu vergessen, Menschen mit portugiesischer Herkunft. Ich bin stolz auf das portugiesische Erbe. Durch diesen Stolz halten wir an der Kultur fest. Professor John lehrt Geschichte an der Universität von Calicut. Es gibt nur sehr wenige portugiesische Urkunden oder sonstige Aufzeichnungen in Cochin und Calicut oder irgendeiner anderen Stadt im Bundesstaat Kerala. So sind wir hierher gekommen, um Informationen aus erster Hand zu sammeln. Herr Painter hat portugiesische Vorfahren und weiß sehr viel über die hiesige Geschichte und Kultur der Portugiesen. Ich kenne sehr viele Lieder. Eines mag ich am liebsten. Es spiegelt die Armut der Menschen hier wider. Eine Klage über harte Zeiten. Ein Lied, das auch das wechselnde Geschick Portugals widerspiegelt. Mit der Ankunft der Portugiesen begann die Kolonialzeit in Indien. Wir Inder sind zwar entschiedene Gegner des Kolonialismus, doch obwohl es ein düsteres Kapitel der Geschichte war, war es doch auch eine Zeit des Brückenschlags zwischen Europa und Asien, eine Zeit einschneidender Veränderungen in den Gesellschaften. So kam letzten Endes mit den christlichen Missionaren aus Portugal auch der Gedanke der Gleichheit aller Menschen nach Indien.
Es steht außer Frage, dass die Ankunft von Vasco da Gama im Jahre 1498 ein einschneidendes Ereignis in der Geschichte von Indien war. So, definitely the arrival of the Vasco da Gama in 1498 is a very significant event in the history of India. Cochin wurde für den Mann, mit dem die Kolonialgeschichte in Indien begann, zum Schicksal. Als Vizekönig von Indien kam Vasco da Gama hier 1524 bei seiner dritten Indienfahrt an. Erschöpft durch die lange, beschwerliche Reise, starb er am heiligen Abend desselben Jahres. Man bestattete ihn dort in der Kirche von San Francesco. Schon wenige Jahre später wurden seine Gebeine nach Vidigueira in Portugal überführt. Und vor 100 Jahren wurde er noch einmal umgebettet. Als Nationalheld von Portugal fand er seine letzte Ruhestätte im Hieronymitenkloster von Lissabon-Belém. Menschen, die durch ihre Lebensleistung über sich hinauswachsen, werden in der Erinnerung anderer zu einer Legende. Das heißt zwar nicht, dass die großen Taten reine Dichtung sind, doch durch die Glorifizierung wird vieles verzerrt und Widersprüchliches geglättet. Das Grab Vasco da Gamas ist für die Portugiesen zu einem Wallfahrtsort geworden. Doch wer war dieser Mann, der Jahrhunderte nach seinem Tod noch so verehrt wird? Dieser Mann bleibt uns sehr fremd. Er hat keine Aufzeichnungen hinterlassen, denen wir entnehmen könnten, wie und was er dachte. Wir wissen zwar, wie seine Zeitgenossen ihn sahen, doch von ihm selbst ist nur sehr, sehr weniges überliefert. Hier ruht ein Mann, der nicht für seine Worte berühmt wurde, sondern für seine Taten. Für eine Reise.